Grüß dich, komm, huck dich her, da mal ein Hagerstl. Letzte Woche war ich in St. Johann der Wochenmarkt eröffnet worden, ist aber nicht gegangen wegen der Corona-Krise. Der Wochenmarkt ist ja ein Erfolgskonzept von St. Johann. Da Leute gehen gern hin, ein wenig ratschen, ein wenig zusammenkommen, aber auch natürlich kaufen. Und zu dem Wochenmarkt möchte ich gerne eine Geschichte erzählen. In St. Johann haben sie am Freitag am Wochenmarkt gequirscht. Der kommt gut an, weil sie da was rührst. Siehst du eine Woche einen Haufen Leute durchlaufen, die ein wenig schauen, ratschen, aber auch ganz fleißig kaufen. Die Lise tut gerne ein wenig shoppen gehen, ihr Mann daheim, sie findet das weniger schön, latscht aber brav mit, tut Taschen tragen, man könnte sie einmal schärper sagen. Die Lise macht Duscht und da was Neues probieren und fragt bei den Standler, da weiß durchspazieren. Beim Fischmarkt tut dann Hansi grausen. Bei dem Geruch kommt er dann echt eher zum Sausen. Obst und Gemüse findet die Lise gesund. Da kauft sie gerne ein, das ist der Grund. Da darf es ruhig einmal was exotisch sein. Der Standler kennt sie da aus und das ist ganz fein. Hansi, schau her, die Kicker da die Rotgrän. Das war mal was Neues. Das probiere ich ganz gern. Ich frage einmal, was man damit tut. Vielleicht kann ich einen Kruster da, das gefällt mir ganz gut. Der Standler ist Dienstler und auch kompetent. Man merkt, dass er sein Obst und sein Gemüse kennt. Die Litschi ist eine Frucht, die aus China stammt. Man kann sich denken, dass die eine weite Reise hinter sich haben. Die Frucht ist recht beliebt, man kauft die gern. Man muss halt bedenken, dass die eingeführt werden. Siehst du das, sagt der Hansi, das kannst du gleich vergessen. Die muss man einführen und du hast es wieder gegessen. Das war's für heute. Vierte, bleib gesund. Bis morgen.